Hallo im Schülerexpress. Wir haben heute zwei Themen. Das ist einmal die Kunst und dann haben wir zwei Musikporträts, die neue Trends in der Musikszene zeigen. Also erstmal zur Kunst. Kunst, das heißt entweder durchs Museum latschen bis zum Umfallen oder aufs Nachtprogramm warten und dann doch abschalten, weil es vielleicht zu langweilig ist. Heute ist die Kunst im Schülerexpress. Wir haben dazu vier junge Künstler besucht und uns mal angeschaut, was die so machen. Dabei ist auch der Rolf Schepelmann, das ist der, der hier die Maus für den Schülerexpress gemacht hat und auch die Trickfiguren gezeichnet hat, die sonst so rumspringen. Okay, Kunst ist eine Geschmacksfrage und sowieso nicht jedermanns Sache. Deshalb Vorsicht Kunst! Das ist Bertram Jestinski. Er ist 25 Jahre alt und studiert an der Düsseldorfer Kunstakademie. Neben seiner Vorliebe für alte Haushaltsgeräte interessiert ihn alles, was mit Autos, Straßenverkehr und Maschinen zu tun hat. Er ist uns aufgefallen, weil sein Stil und seine Themen eine sehr eigene und persönliche Auseinandersetzung mit seiner Umgebung sind. Sie ist typisch für eine neue Künstlergeneration. Zuvor erzählt uns Bertram Jestinski aber, was er an der Kunstakademie bisher gelernt hat. Der Professor hat mir beigebracht, Krawatte zu binden. Das haut noch nicht ganz hin. Aber ich denke, dass man sonst die meisten Sachen, die lernt man, ohne dass man es beigebracht bekommt. Also da hätte ich schon was dagegen, wenn einer herkommt und sagt, so Junge, jetzt malen wir, was weiß ich, eine Straßenbahn. Der Stau auf der Autobahn, ausgelöst dadurch, dass ich morgens Radio gehört habe und da war ein LKW umgefallen und der Radiosprecher sagte, so und so viel Kilometer Stau auf der einen Spur und auf der anderen Spur auch so und so viel Kilometer Stau wegen Gaffern. Und das sieht man dann also auch, die Gaffer und die Leute, die sich über die Gaffer aufregen. Sogar die Kännchen von Kaisers Supermarkt gucken da hin und zeigen da drauf. Naja, und auf der Spur, wo der Unfall passiert ist, da ist halt der Kran und einer klaut gerade aus dem Lastwagen noch Sachen. Könnten Zigaretten oder wahrscheinlich bei Plus eher Spirituosen sein. Die Polizisten trinken Kaffee. Oben sieht man den Hubschrauber, der die Nachricht durchgibt. Auto. Es fing damit an, dass ich dieses Ding geschenkt bekam, einen Seifenspender, und ich wusste eigentlich nicht, was ich damit anfangen sollte. Ins Bad tun wollte ich ihn nicht. Da habe ich gedacht, das ist die ideale Kühlerfigur, und da entstand dann ein prächtiger Kühler, sieht ein bisschen so aus wie der. Das ist der Motor, ein Sechszylinder, da ist also alles dran, was an dem Motor dran sein muss. Hier unten ist die Lichtmaschine und der Ventilator. Den Kühler habe ich weggelassen, weil das hier zu schön geworden ist. Und hier ist der Vogel, der haut die Zylinderköpfe in den Motorblock rein. Und zwar immer den, der gerade dran ist. Das weiß der von dem Zündverteiler, an den er hier hinten angeschlossen ist. Das ist das Gaspedal, mit dem wird er gepiekst, damit er schneller fährt. Das hier sind jetzt die Kotflügel, zwei liegende Tiere. Dadurch wird das noch unterstützt, dass es eben halt
statisch ist, dass es nicht fortkommt, das Auto. Sie haben als Scheinwerfer eine Taschenlampe in der Hand. Und diese Taschenlampe hier, die hat auf der anderen Seite auch noch gleichzeitig einen Ventilator, damit der arme Vogel ein bisschen frische Luft kriegt. Außerdem kann man hier noch den Ölstab rausziehen und gucken, ob genug Öl drin ist. Meine Küchenmaschinensammlung, die habe ich im Laufe der Jahre zusammengetragen. Und am liebsten habe ich immer die Maschinen gehabt, die ich von zu Hause her kannte. Es gibt echt ganz schwachsinnige Kombinationen, zum Beispiel Staubsauger kombiniert mit Föhn. Oder eine Küchenmaschine, die man zu einer Spritzpistole umbauen kann, um sein Auto zu lackieren. Oder hier vorne auch. Was aber noch ganz sinnvoll ist, Taschenlampe in Verbindung mit Ventilator. Ich habe also eigentlich nach der Schule ziemlich lange gebraucht, um rauszufinden, was ich machen will. Und dann, als ich angefangen habe zu malen oder als ich angefangen habe, überhaupt zu versuchen, das auszudrücken, was ich mir vorstelle, da habe ich halt gemerkt, das ist es, ne? Das macht's jetzt. Das ist das Bild vom Werstner Kreuz. Das kennt man vielleicht von den Staumeldungen im Verkehrsfunk. Da ist eine provisorische Brücke gebaut worden, obwohl das Provisorium gibt es jetzt schon seit 10 Jahren, wo der Verkehr für jede Richtung in einer Spur geführt wird. Und das war auch ungefähr in der Zeit, wo ich mit meinem Zivildienst fertig war. Und da bin ich also 15 Monate immer mit einem Rotkreuzauto auch über das Werstner Kreuz gefahren. Deswegen sind da so viele Rotkreuzautos drauf. Wir sind dann von unseren Essenstouren sind wir oft zu mehreren Wagen nach Hause gefahren und haben immer versucht, den anderen einen Pudding oder eine Götterspeise auf die Windschutzscheibe zu schmeißen, damit die nicht mehr weiterfahren konnten und damit wir schneller waren natürlich als die anderen. Und das sieht man dann auf der Brücke hier überall, wie die Nachtische durch die Gegend fliegen und wie sie auch mal auf die Windschutzscheibe treffen, aber meistens natürlich nicht. Da landet zum Beispiel auch eine oben auf dem Mast von der Straßenbahnleitung. Und da auf der einen Laterne gibt es einen Vogel, der das seinen Kindern zum Essen bringt. Nun kommt Markus Krips